Ich zeige euch heute, wie ich mir aktuell meine Nägel mache. Tatsächlich habe ich diesen Lack schon die dritte Woche drauf. Ich glaube, man erkennt es auch ganz gut, dass jetzt einfach auch schon alles etwas ausgewachsen ist. Und ich sag's euch, 3 Wochen. Die Nägel schön haben, lieb ich. Und deshalb zeige ich euch auch, wie und vor allem mit welchen Produkten ich das gemacht habe. Ich bin schon länger ein Fan von Manico. Ich habe mich selbst influenzen lassen und auch von einer Freundin habe ich nur Gutes gehört und habe mir das dann selbst bestellt. Und darf euch das heute vorstellen und habe auch noch einen Gutscheincode, falls ihr es auch ausprobieren wollt. Aber schaut euch zuerst mal an, wie das System funktioniert. Zeige ich jetzt mal, ja, was es damit auf sich hat. Manico sind UV-Gelstreifen. Also könnt ihr euch das vorstellen wie nicht ganz ausgehärteter UV-Lack. Ich zeige euch das dann alles noch, den man dann draufklebt auf den Fingernagel und fertig aushärten lässt unter der UV-Lampe und in einem Starter-Set. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr neu seid bei Manico, sind 3 verschiedene Lackfarben drinnen, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe hier zum Beispiel Powder, das ist so ein Rosaton. Dann habe ich Mean Girls, das ist so ein Pink. Und Smoky Pink, ich glaube, den werde ich heute auch benutzen, weil der einfach so herbstlich ist und der hat auch so ein bisschen so ein Ombre. Und dann, also 3 verschiedene Farben, das sind immer 18 Stripes drinnen. Eine UV-Lampe ist drinnen im Starter-Set und auch dieses Remover-Serum. Und ich dachte, das ist auch ganz interessant, weil ich muss meine removen und eben neu raufmachen. Und dann kann ich euch wirklich mitnehmen. Ich hatte die jetzt, oder ich habe sie noch immer, ich habe sie auch auf den Zehen, aber ich hatte sie auch den ganzen Urlaub, 14 Tage lang auf den Zehen. Und das hat noch immer geglänzt, obwohl Sand und Salzwasser und es hat bombenfest gehalten. Und was mir persönlich wichtig war, ich habe ja schon viel Erfahrung auch mit Gellacken und auch mit Nagelstudio. Und ich hatte immer Probleme mit meinen Nägeln. Und bis jetzt keine. Und das nächste ist, gerade an den Zehen bin ich so untalentiert und male immer drüber hinaus. Und das Problem habt ihr eben mit diesen Stripes von Manico auch nicht mehr. Ja, die UV-Lampe finde ich richtig, richtig cool. Die klappt man nämlich einfach so auf. Und falls ihr irgendwelche Geräusche hört, ich habe meine Männer ins obere Stockwerk verbannt. I'm sorry. Ich habe gesagt, sie müssen leise sein und das ist wahrscheinlich ihre Definition von leise sein. Auf jeden Fall so eine kleine UV-Lampe, die kann man auch super mitnehmen, wenn man wirklich mal länger unterwegs ist. Und let's do it. Ich muss die Perspektive jetzt ein wenig ändern, damit ihr seht, was ich tue. Als erstes gebe ich mal meine alten UV-Streifen runter. Ihr habt in jedem Set eben immer auch so ein Rosenholzstäbchen, die Streifen, eine Nagelfeile und auch ja, so ein Desinfektionstuch, was man einfach hernimmt, um die Nägel fettfrei zu machen, damit es auch hält. Es gibt übrigens auch ganz viele andere tolle Farben. Neon Pink zum Beispiel, es war aber eine Limited Edition. Es gibt auch French, aber das war bis jetzt immer ausverkauft. Ich hatte es noch nie geschafft, eines zu ergattern. Also schnell sein, wenn ihr sagt, eine Farbe gefällt euch richtig, richtig gut. Oder Sugar Rush finde ich auch ganz schön. Das ist so ein Babyboomer. Und mit meinem Code Anna-Manico spart ihr eben 20% auf eure Bestellung und ihr habt eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr nicht zufrieden seid. Heute möchte ich ja diese Farbe machen. Ich zeige euch das deshalb jetzt auch hier nochmal. Einfach aufmachen. Das ist dieser UV-Streifen, dass das versiegelt ist. Dann kommt es eben immer so in einem Set: Rosenholzstäbchen und Feile, die Tücher
und die Farbe. Aber dazu später mehr. Wir brauchen jetzt nämlich diesen Remover, diesen Löser. Und am besten ist es, ich habe es jetzt wie gesagt schon ein paar Mal gemacht, das wäre mein Tipp, dass man einfach dieses Remover Serum an die Ränder gibt. Das ist übrigens einfach so ein ölhaltiges, Mittel. Und dann fährt man mit dem Rosenholzstäbchen die Ränder ab. Ich werde euch das jetzt, glaube ich, noch näher zeigen. Also einfach hier schön den Rändern entlang fahren mit dem Rosenholzstäbchen, das eben eingetunkt ist in dieses Remover Serum. Und dann vorsichtig den Kleber vom Nagel lösen. Und jetzt bitte einmal im Schnelldurchlauf. Was mir übrigens aufgefallen ist, meine Nägel wachsen einfach darunter auch. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt einfach auch eine schöne Länge zusammenbekomme, wenn ich die halt immer auch mit diesem Gellack schütze, weil das ist einfach hart. Also wie, wirklich wie Nagelstudio Gellack, könnt ihr euch das vorstellen vom Feeling und von der Strapazierfähigkeit. Der Lack ist rückstandslos entfernt und eben meine Nägel sind jetzt wirklich auch gut gewachsen. Jetzt werde ich sie ein wenig in Form feilen und ganz, ganz wichtig ist es, die Nagelhaut wirklich ganz ordentlich zurückzuschieben. Dafür ist ja auch dieses Rosenholzstäbchen da und ja, damit halt einfach diese UV-Streifen nicht an der Nagelhaut kleben, sondern wirklich am Nagel. Optional kann man natürlich auch so einen Nagelhautlöser verwenden. Ich mache das tatsächlich ganz gerne, ist aber eine optionale Geschichte. Ihr könnt aber auch zum Beispiel vorher ein Handbad machen. Das ist auch immer eine gute Variante. Also diesen Nagelhautlöser, den trage ich eben da auf und lasse den kurz einwirken. Währenddessen feile ich die Nägel in Form. Nagelhaut ist zurückgeschoben, Nägel sind gefeilt. Jetzt nimmt man so ein Prep-Bed her und macht einfach die Nägel fettfrei. Auch die Klebereste, falls noch welche vorhanden sind, werden damit entfernt und ist einfach wichtig für die Haftung. Ich finde übrigens auf der Website sieht man immer ganz gut, wie die Farben dann wirklich aussehen, weil da auch immer Fotos mit Handmodellen drin sind. Wow, voll schön. Insider-Tipp, ich gehe mal her und schneide mir das einmal in der Mitte dann durch, weil ich ja nur eine Hälfte brauche, weil ich so kurze Nägel habe. Ich nehme da aber jetzt nicht das Rosenholzstäbchen, mit dem ich entfernt habe, sondern das neue, weil ich das auch immer ganz gerne zum Andrücken nehme. Auf jeden Fall müsst ihr schauen, welcher Streifen am besten zu eurem Nagel passt. Wie gesagt, das ist jetzt so mein Insider-Tipp, dass ich mir das in der Mitte durchschneide, weil ich einfach weiß, dass das bei meinen Nägeln reicht und ich halt so ganz gut klarkomme. Aber ihr nehmt den Streifen, klebt ihn möglichst weit hinten, deshalb ist es so wichtig, dass die Nagelhaut gut zurückgeschoben ist, auf. So, dann schön glatt streifen.
dann kann man oben das umbiegen. Voll schön schaut das aus. Smoky Pink. Ja, festdrücken, umbiegen und dann wirklich auch nur diese Feile verwenden, weil die scharf genug ist. Da gibt es eine grobe und eine weniger grobe Seite. Und mit der groben Seite kann man dann gut die Kanten brechen. Dann feilt ihr quasi einmal drüber. So, hier am Rand muss ich nochmal. Und das war's dann quasi schon. Was ich immer noch mache, ist, dass ich wirklich mit dem Rosenholzstäbchen nochmal hergehe und seitlich das gut andrücke. Und da habe ich eben auch die gute Qualität bemerkt, weil man sieht dann fast so ein bisschen so Einbuchtungen, wenn ich da fest drauf drücke. Aber wenn ihr das aushärtet, ist es einfach eine schöne, glatte Oberfläche. Ja, und das mache ich jetzt bei allen Nägeln. Wenn ich dabei nicht spreche, brauche ich so circa 10, 12, maximal 15 Minuten. Ihr müsst natürlich das nicht in der Hälfte durchschneiden. Das wollte ich jetzt vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das ist jetzt einfach nur so mein Tick oder auch Trick, mit dem ich halt ganz gut zurechtkomme. Man könnte das jetzt auch das Ganze umbiegen. Ich finde es halt einfach schade. Oder man kann das dann auch einfach so oben wegschneiden und dann schauen, auf welchen Nagel die zweite Hälfte passt. Dann ist man auch wirklich flott durch. Wirklich. Also das finde ich ist nämlich auch der Game Changer. Vor allem als Mama und man hat keine Trocknungszeit und es hält einfach lange. Also das ist für mich so das größte Kaufkriterium. Es geht schnell, ist unkompliziert und es hält lange. Genau, umbiegen, Kanten brechen und let's do it! Und schon folgt der letzte Streich und ihr seid fertig. Krass, oder? Auf jeden Fall, diese zuckersüße Lampe, ich werde nur die UV-Streifen in Sicherheit bringen. Diese zuckersüße Lampe anstecken und dann gibt es hier hinten einen Knopf. Und dann werden die Nägel für 60 Sekunden ausgehärtet. Ja. Und in 60 Sekunden sind wir dann fertig. Unglaublich, aber wahr, so schnell geht's. Und was ich dann noch ganz gerne mache, ist einfach mit der feinen Seite nochmal wirklich schön drüber feilen. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt die empfohlene Vorgehensweise ist, aber es ist zumindest die, die sich bei mir bewährt hat, weil ich verwende Manicure jetzt echt schon einige Zeit und ja, komme super damit klar. Und was ich auch immer ganz gerne noch zum Abschluss mache, ist einfach ein wenig Nagelhautpflege. Also einfach so Nagelöl noch auftragen und einmassieren für, riecht auch voll gut, für die Beendigung der Me-Time und Nagelroutine. Das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Ich habe ganz genau 5 Streifen gebraucht und kann mir da locker noch zweimal die Nägel machen. Und wichtig ist es wirklich, das sonnengeschützt aufzubewahren. Deshalb einmal hier rein. Und dann ist eben dieser Versiegelungsstreifen dabei. Und damit versiegel ich das Ganze. Und die Feile und auch das Rosenholzstäbchen kann man nochmal verwenden. Ich gebe das dann einfach wieder alles in die Packung. Und ja, wenn ich wieder mal Lust auf diese Farbe habe, Smoky Pink, greife ich zu. Das war's dann auch mit meiner
Nagelroutine und mit dem Anleitung, wie ich die Manicure Nails mache. Ich lieb's und ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Ja, schaut vorbei. Es ist alles in der Infobox verlinkt und ich sag danke fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.